Macht euch bereit für die vermutlich schnellsten Lautsprecher auf dem Markt. Das hier sind die neuen Klipsch The Fives in der McLaren Edition. Im Kopfhörerbereich haben wir uns diese exklusive Partnerschaft bereits vor einigen Monaten angeschaut. Nun gibt es das Rennfeeling für die Ohren erstmals auch im Lautsprecherbereich. Schnallt euch an, wir gehen auf Probefahrt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und ich bin heute als Audio-Guy und Autofan wieder voll in meinem Element. Klipsch präsentiert mit der McLaren Edition die aktiven Lautsprecher The Fives in einem exklusiven Design. Die Neuerungen erstrecken sich dabei allerdings nicht nur auf die Optik. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich über euren Support in Form eines Abos. Fangen wir aber jetzt, wie gewohnt bei Sondereditionen, mit der Verpackung an und die ist nicht gerade klein. Der typische McLaren Papaya-Farbton zieht sich hier bereits als Erkennungsmerkmal durch. Und das setzt sich auch im Lieferumfang weiter fort. Die beigelegten Kabel zum Beispiel sind hochwertig gesleeved und im ikonischen Look von McLaren gehalten. Da machen Auspacken und Anschließen doch gleich doppelt Spaß. Es handelt sich bei den Lautsprechern The Fives, wie eben schon kurz angerissen, um aktive Modelle. Man spart sich also den externen Verstärker, denn der ist hier schon verbaut. Stromkabel ran und schon kann es losgehen. Die Anschlussmöglichkeiten sind enorm und beinhalten mit HDMI und ARC-Funktion auch die Verwendung am TV-Gerät. Die McLaren Edition beruht vom Aufbau her auf den normalen The Fives, wurde aber an einigen Stellen verändert und auch verbessert. Wollen wir aber vielleicht erstmal über dieses Hammer-Design sprechen? Beim ersten Blick weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Die Carbon-Treiber sehen in Verbindung mit dem mattschwarzen Gehäuse ja mal sowas von gierig aus. Die Verarbeitung ist dabei auf einem sehr hohen Level. Das Gehäuse aus MDF ist handlackiert und verfügt über abgerundete Ecken. Damit hat mich Klipsch auf jeden Fall schon mal gecatcht, was die Optik angeht. Bis ins Detail geht dabei die Optik sogar auch an Stellen, die man nicht sofort sieht. Auf der Unterseite sorgt hier eine große Gummischicht mit Reifenprofil für einen sicheren Stand und eine optimale Dämpferbasis. Wer die offene Sicht auf die Treiber nicht mag, kann die mitgelieferten schwarzen Lautsprechergitter anbringen, die magnetisch gehalten werden. Auch hier gibt es selbstverständlich das McLaren-Logo, allerdings dann alles etwas zurückhaltender. Mit Vollgas geht es dann an der Oberseite weiter. Hier steht das Bedienteil mit zwei großen Drehreglern parat und das ist optisch ja wohl mal ein echter Leckerbissen. Das eloxierte Metall im Papaya-Farbton schmeichelt nicht nur den Augen, sondern fühlt sich auch absolut hochwertig an. Die Drehregler versprühen dabei schon fast einen Retro-Charme und genau so einen Mix liebe ich ja. Und der geht auf der Rückseite auch weiter, denn Klipsch bietet hier die volle Auswahl an Anschlüssen. Von modern bis retro ist alles am Start. Einmal HDMI mit ARC-Funktion, ein optischer Eingang, ein USB-Port zum direkten Anschluss am PC oder Notebook und die gute alte Klinke ist auch vertreten. Richtig cool finde ich, dass Klipsch auch eine Phono-Vorstufe für Plattenspieler verbaut. Das läuft über die Cinch-Buchsen, die aber wahlweise auch zum normalen Line-In umgeschaltet werden können. Zu guter Letzt gibt es auch noch ein Subwoofer Out und Bluetooth 5.0 mit aptX HD-Unterstützung. Wie ihr vielleicht schon am Ausgang für den Secondary-Lautsprecher gesehen habt, handelt es sich hier um teilaktive Lautsprecher. Die komplette Technik steckt nur hier auf der primären Seite und die sekundäre Seite wird dann per Kabel versorgt. Dank einer Umschaltfunktion kann dabei die primäre Seite aber auf der linken oder rechten Seite stehen, so wie man es eben braucht. Für den klanglichen Vortrieb sorgt hier ein neuer und weiterentwickelter Hi-Res-Verstärker mit 160 Watt Gesamtleistung, also 80 Watt pro Seite. Verteilt wird die Leistung dabei auf den 4,5 Zoll großen Langhub-Tieftöne aus Kohlefasergeflecht und den 1 Zoll großen Hochtöner mit Titanmembran. Als kleinen Farbklecks gibt es hier nochmal eine Umrandung im Papaya-Farbton. Davor sitzt das sogenannte Track-Tricks-Horn, welches sich dann in ähnlicher Form auch auf der Rückseite am Bassreflexausgang wiederfindet. Der Frequenzgang beträgt 50 Hz bis 25 kHz, kann aber durch die dynamische Bassfunktion im unteren Lautstärkebereich noch auf 46 Hz runtergeschickt werden. Und bevor ich euch nun was zum Klang sage, könnt ihr selbst auf klangliche Probefahrt gehen und die Sonderedition hautnah erleben. Der Soundcheck ist binaural 3D aufgenommen, ihr müsst also Kopfhörer nutzen, um das volle Potenzial der Aufnahme hören zu können. Lautstärke ist im Test auf ca. 50% bei neutraler Klangeinstellung.
Zeit. Ab zur Klangbesprechung. Und ich bin wieder mal begeistert, was aus recht kompakten Regallautsprechern mittlerweile für Druck möglich ist. Mit geschlossenen Augen würde man deutlich größere Lautsprecher erwarten. Sie klingen für ihre Größe einfach fantastisch und bringen dieses typische Grinsen ins Gesicht. Und daran ist der Bass mit Sicherheit nicht ganz unschuldig. Lasst uns aber gleich mal eins aus dem Weg räumen. Klanglich sind die Fives keine neutralen Lautsprecher. Sie bringen Musik kraftvoll rüber und betonen den Bass meiner Meinung nach auf eine wundervolle Weise. Genau das lässt einen bei den ersten Tönen auch diesen Wow-Effekt verspüren. Man hat die kompakten Maße vor Augen und kann einfach nicht glauben, was im Bassbereich da rausgehauen wird. Der Bass ist einfach so angenehm druckvoll. Klanglich passt das bis zu einer gewissen Lautstärke eigentlich alles mehr zu größeren Standlautsprechern. Die Klipsch-Ingenieure haben da also eine echt beeindruckende Leistung abgeliefert. Die Mitten präsentieren die Fives sehr warm und rund, aber auch hier nicht unbedingt mit einer neutralen Wiedergabe. In der Tonalität leicht tiefer, da hier die präsente Bassabstimmung etwas Einfluss nimmt, aber dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen sehr angenehm. In den Höhen sind die Fives durch und durch Klipsch, klingen aber trotz des Horns nicht aufdringlich hoch oder zu scharf. Man merkt die Energie in den oberen Frequenzen, man hört viele Details und auch die Verteilung im Raum mit einer recht breiten Bühne kann überzeugen. Durch die HDMI-Funktion drängt sich natürlich auch die Frage nach einer Verwendung am TV-Gerät auf. Die Fives können dabei vom klanglichen Volumen eine Soundbar locker ersetzen und schaffen durch die Trennung eine viel breitere Abstrahlung. Es bleibt aber zu jeder Zeit bei einer Stereo-Wiedergabe. Die Fives simulieren keinen Raumklang, sondern geben den Klang in einer 2.0-Konfiguration wieder. Für kleinere Räume eine beeindruckende Erweiterung. Für größere Räume kann ein Subwoofer dann für mehr Unterstützung im unteren Bereich sorgen. Aber mal ehrlich, der Bass kann auch so schon einigen zu viel sein und da ist es erfreulich, dass man über die Klipsch Connect App den Klang im Bass, den Mitten und Höhen anpassen kann. Wer also eher einen neutralen Klang bevorzugt, findet mit dem EQ das Mittel dazu. Fazit: Die Klipsch The Fives in der McLaren Edition kosten 1.499 € und das lässt einen bei Regallautsprechern doch mal eben schlucken. Das ist echt eine Stange Geld, aber letztendlich bekommt man auch eine geniale Sonderedition und eben diesen fantastischen Klang. Wer allerdings auf die McLaren-Partnerschaft verzichten kann, findet in der normalen Version der Fives eine günstigere Alternative. Optisch und auch von der Ausstattung sind diese Lautsprecher sehr ähnlich, aber deutlich zurückhaltender, sowohl vom Design als auch vom Preis. Rund 800 bis 850 € werden dafür fällig, je nachdem, ob man die matt-schwarze Version wählt oder Holz bevorzugt. Wenn euch die Teile jetzt neugierig gemacht haben, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch nämlich alles verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!